Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Nightmare House 2. Das letzte Mal haben wir wieder einen guten Mann verloren. Leider an den Wahnsinn. Was ich merkwürdig finde, weil uns hilft die Uschi ja, aber die bringt sie irgendwie zum Wahnsinn. Ah, ach kommt schon, Jungs. Sei ein bisschen schneller an mir. Wisst ihr was, wenn die so lange brauchen, da verpulver ich Muni, die ich sonst halt nicht nehme. Ding! Machen wir es so. Das hier wird noch geschossen. Ah. Ups. Sorry. Es ist dunkel, es ist irgendwie totales Chaos gerade. Au. Komm schon, komm schon, komm schon. Dieses Drecksviech. Okay, den haben sie erledigt. Mist, 50 Leben. Auf 50 Leben runtergeprügelt. Und das zum Anfang der Folge. Das kann so nicht weitergehen. Nee, nee, ich brauche jetzt erstmal Leben und dann bleibe ich bei 100. Leben? Leben? Leben, bitte. Ich würde gerne Leben haben. Hm. Leben? Ich habe Angst vor irgendwas, wo was drunter durchkommen könnte. Ah. Ich hab's geahnt. Scheiße. Nein. Jetzt ist es nur noch einer, verdammt. Wir verlieren unsere Mannschaft. Jetzt haben wir nicht mal mehr eine, jetzt haben wir nur noch einen. Hä? Warum sind das so viele? Leben! Leben! Ein Kriecher, na komm her! Die wollen ja eigentlich bloß kuscheln. Die wollen doch nur spielen. Die tun doch nichts. Der Evakuierungspunkt ist nur ein Kopf. Ja, klar. Das kriegt er so einfach hin. Ich dachte, das ist wieder so ein Viech. Komm schon, durch die Tür. Los, los, los. Ich habe das Gefühl, das wird langsam ernst. Wir sind bestimmt bald am Ende. Was? Wir fliegen Zombies runter. Ist der jetzt wirklich da runtergefallen? So macht man das. Man trifft den Kopf. Ich habe Angst, dass die Türen unter uns aufgehen und auf einmal Viecher rauskommen. Ah, komm schon. Los, 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 los. Sprint, sprint, sprint. Leben. Ist schon wieder so ein Typ. Da krieg ich immer Panik, weil die haben viel Leben. Moment. Komm schon, stirb bitte. Dankeschön. Danke für die Hilfe. Ah, die Musik ist ruhiger, also heißt es, das ganze Spiel ist ruhiger. Warum kriegen wir trotzdem noch so viel Leben wieder, wenn das Spiel jetzt nicht vorbei ist? Ich dachte, wir schaffen es bis zum Evac-Point. Na? 42, natürlich. Ja! Yes! Komm, kommt, kommt. Ja, ich gehe mal kurz weg. Yay! Ah! Nein! Ah! 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 Scheiße!
Scheiße! Mann, ey. Die hat von dem auch wieder Besitz ergriffen oder den wahnsinnig gemacht und da ist er gegen dieses blöde Ding geknallt. Ah, verflucht. Warum macht die das? Und warum stürzt mein Spiel ab? Geil! Half-Life 2 Exe funktioniert nicht mehr und ich muss eine Aufnahmepause machen. Das ist vielleicht das Ende des Spiels, dass das Spiel abschmiert. Verdammt. Okay, dann sehen wir uns nach der Aufnahmepause wieder. Bis gleich. Und damit willkommen zurück zu einem zweiten Versuch der Evakuation. Nein, sagt man das überhaupt im Deutschen so? Evakuierung. Evakuierung. An der 42 und wir können uns nochmal angucken, wie dieser Idiot sich übernehmen lässt. Musik ist schön. Na gut. Ich gehe schon mal rein, ne? Ist okay? Mal gucken, wie das von außen aussieht. Von innen aussieht. Wir sind gestorben. Wieso nur? Ladedaten. Und das Spiel ist abgeschmiert, Drecksack. Was ist hier los? Okay, ich glaube, es bedarf weiterer Untersuchung, bis ich das endlich fortsetzen kann. Ich hoffe, dass das nicht das Ende von Nightmare Host 2 ist, denn das wäre irgendwie Mist, auch wenn es irgendwie witzig ist, aber das wäre ärgerlich. Also sehen wir uns erst wieder, wenn das ganze Ding gefixt ist. Bis dahin. Tschüss. Hallo, liebe Leute. Ich hab's geschafft. Ich hab's einfach mal ohne Aufnahme gestartet und dann konnte ich auf einmal nach dem Hubschrauber die Daten laden und jetzt habe ich sofort Escape gedrückt und die Aufnahme gestartet. Also ich hoffe, es geht jetzt weiter. Mal gucken. Okay. Geil. Super geil. Es ist schon wieder abgeschmiert. Alter, ich fühle mich sowas von verarscht. Ah. Anscheinend mag der meine Aufnahmesoftware nicht. Ich probiere es einfach mal mit einer anderen. Nein, probiere ich nicht. Ich probiere es noch einmal. Bis dahin. Tschüss. Yay, endlich bin ich wieder da. Es hat funktioniert und ich hoffe, das Spiel läuft jetzt mal länger als 2 Minuten. Oh je, der Arme. Das ist bestimmt der Doktor, der uns die ganze Zeit geholfen hat. Der ist eigentlich das Ziel deren Operation gewesen. Wir dachten, es sei die Uschi. Zum Glück ist es nicht die Uschi, die uns geholfen hat. Kann ich irgendwie irgendwo lang? Ich habe Angst, dass ich mich dem... dass der Helikopter mein Spiel wieder abschmieren lässt. Ich hoffe, ab jetzt läuft's wieder. Also ich bin da echt skeptisch jetzt, aber ich hoffe, es funktioniert alles. I heard every word that man said. I am not a murderer. I have never intentionally killed anyone and I don't plan on starting tonight. Therefore, I want to give you the chance to decide. In just a moment, this elevator is going to stop on the main level, directly next to the main entrance to the hospital. If you want to spare yourself, just leave me in this hospital alone. If you're bound and determined to find and kill me, though, just keep heading down the elevator. I won't stop you from coming. Just be warned, I will be forced to defend myself. Ja gut, okay. Aber können wir denn überhaupt
abhauen? Würde mich mal interessieren, also ob wir wirklich die Wahl haben oder ob das Spiel uns was vorgibt. Behind you? Habe ich das gerade richtig verstanden? Wack. Wack, wack, wack. Ich schaue mich erstmal um. Geht's doch noch weiter. Wer ist das? I do not wish for you to see me like this. Please leave now. Das ist sie. Aber sie ist tot. Okay. Creepy, aber okay. Danke, jetzt darf ich wieder. Oh Gott! Tut mir leid, ich habe mich gerade voll verjagt. Ich würde mal ausprobieren, was passiert, wenn wir einfach gehen. Das ist ja hier, nehme ich mal an, der Exit. Dass wir einfach abhauen. Und mal gucken. You are now leaving Never Lose Hope Hospital. We hope you had a pleasant and an enjoyable stay. Don't go out. Don't go out. Ich mach's aber mal. Das Lose fällt gerade auseinander. Das heißt jetzt nur noch Never Hope Hospital. Schon cool gemacht. Okay. Autsch! Die hat uns einfach gekillt. Ja, okay. Wir haben also die Wahl. Gut. Wow. Ich habe das Spiel durch. Wahnsinn. Nein, also das kann man natürlich so nicht gelten lassen. Ich klicke das mal weg, wenn ich kann. Escape? Ja. Wir laden natürlich den richtigen Spielstand und nehmen es mit dem Doktor auf, der uns die ganze Zeit verarztet hat. Das Spiel ist abgespielt. Alter, das gibt's nicht. Gegen Ende will mich das unbedingt ärgern. Na gut. Wieder eine Stückelfolge. Ich würde trotzdem sagen, das muss erstmal für heute rausgehen. Also höre ich auf. Und ich hoffe, es hat euch trotzdem einigermaßen gefallen. Das nächste Mal werden wir uns den Doktor vornehmen. Und wenn es euch trotz dieses ganzen Zusammenschnippelns gefallen hat, dann gebt einen Daumen hoch. Schreibt in die Kommentare, was euch durch den Kopf geht. Und abonnieren für mehr Folgen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.